Die 36. Jahrestagung der InklusionsforscherInnen fand an der HFH in Zürich statt. Thema war das Verhältnis von Inklusion und Demokratie. Wir haben Teilnehmende gefragt, aus welchem Grund sie diese Tagung besuchen. Ja, der Austausch mit den Kolleginnen, neue Inputs zu bekommen und sich einfach mit unterschiedlichen Dimensionen von Inklusion auseinanderzusetzen. Wir finden es einfach immer nett, wenn man die Möglichkeit hat, auch mit anderen Experten und Expertinnen in den Austausch zu treten, wo man so oft so in seiner Forschungsbubble ist. Es ist dann einfach immer total nett, einfach auch andere Sichtweisen zu sehen und einfach ja, zu sehen, was andere Personen so vorantreibt in ihrer Forschung. Ja, erstens natürlich das Thema der Tagung. Ich bin selbst im Feld der Inklusionsforschung unterwegs. Und zweitens war ich letztes Jahr hier schon auf der ESE-Tagung und habe den Austausch sehr genossen, auch den internationalen Aspekt, der durch die Schweizer Kolleginnen und Kollegen dazukommt. Ich bin natürlich hier, weil mich die Themen sehr interessieren und die Beiträge. Morgen werde ich dann auch einen Beitrag mitbringen sozusagen. Und den gemeinsamen Austausch schätze ich auch sehr. Ich hatte gerade einen sehr spannenden Vortrag, der auch zu meinem Promotionsprojekt irgendwie thematisch gepasst hat. Das war sehr bereichernd, hat einen Kontakt hergestellt, wo ich hoffentlich auch noch mal ins Gespräch komme dann mit den beiden Personen. Ich habe gerade Weiterbildungssemester und zufällig Zeit und fand das Programm großartig. Ich war vor ein paar Monaten schon mal hier auf einer Tagung, fand das großartig organisiert. Das hat bei mir auch sehr gefreut, dass die IFO jetzt auch hier ist. Also ich bin quasi, ich weiß nicht, wie sagt man, Wiederholungstäter, genau. Das führt mich jetzt hierher, darf auch mit zwei Vorträgen sozusagen partizipieren. Und ja, die erste Keynote fand ich schon toll und ich hoffe, so geht's weiter, ja. Also für mich ist die IFO schon seit Jahren einfach ein festgesetzter Termin im Jahr. Da möchte ich dabei sein, möchte die anderen hören, möchte mit den anderen in Diskussion sein. Von daher ist das gar nicht so eine Frage. Und dass das jetzt in Zürich ist, finde ich auch besonders schön. Ich bin heute hier, um im Kontext eines Forschungsprojekts zu digitalen Medien im inklusiven Schulunterricht unsere Zwischenergebnisse zu präsentieren. Die IFO-Tagung ist immer sozusagen im Terminkalender geblockt, weil einmal führt mich hierhin, interessante Leute kennenzulernen, eigene Forschungsergebnisse mit Mitarbeiterinnen vorzustellen. Ist immer eine gute Möglichkeit, gerade dann für die Nachwuchswissenschaftlerinnen natürlich auf Tagungen Erfahrungen zu sammeln und ja, dann auch einen aktiven Part bei der Vorstellung der Forschung zu leisten. Ja. Von daher ist das eigentlich immer eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Einerseits das Thema Inklusion. Ich schätze es sehr, mit anderen KollegInnen aus dem deutschsprachigen Raum sich auszutauschen, Ideen auszutauschen und gemeinsam darüber ins Gespräch zu kommen, Inklusion zu verwirklichen. Das heißt einerseits natürlich in der Forschung, aber andererseits dann auch die Bedeutung für die Schulpraxis und darüber hinaus natürlich weiter zu denken und dann auch umzusetzen. Inklusion ist das, womit ich mich beschäftige und das ist der Ort für mich, also diese Tagung, an denen am intensivsten darüber gesprochen wird, welche Entwicklungen es geben kann, welche Entwicklungen notwendig sind. Und auch gerade jetzt diese politische Akzentuierung dieser Tagung finde ich sehr, sehr gelungen. Man trifft sich, man sieht sich, man kann kurz Hallo sagen, vielleicht sich sogar austauschen zu einem Forschungsprojekt. Hat unglaublich gute Keynotes, also wunderbare Referentinnen, Referenten. Ich finde es schön, dass mal auch ein Schwerpunkt auf diesen philosophischen, politischen Theorien liegt und wirklich was Rang und Namen hat so in der Forschung zur Inklusion. Versammelt sich hier. Ich habe auf die Vorbereitung auf eine andere Tagung, die auch hier war, diese ganzen Kurzvideos geguckt vom Hochschulmarketing und ich fand das toll. Diese ganzen kritischen Fragen, die den neuen Professorinnen und Professoren gestellt werden, also ich fand das total super, dass dann so kritisch nachgefragt wird, nachdem sie dann da sind, so ja, aber wie ist denn das mit der Pädagogik und ist es denn wirklich so, das ist doch eine ganz alte Geschichte und so. Also ich finde das toll, das wollte ich nur noch mal sagen. Ein zentrales Thema in der Inklusionsdebatte ist die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit einer Behinderung. Wir wollten wissen, was die Teilnehmenden darunter verstehen. Wenn ich Sie fragen würde, Teilhabe ist wenn, was würden Sie spontan sagen? Wenn wirklich alle dabei sein können. Wenn jede Meinung gleich viel Wert hat. Wenn alle Kinder gleichwürdig, gleichwertig und gleichberechtigt behandelt werden. Nicht nur Kinder, sondern Menschen natürlich. Wenn Stolpersteine und Barrieren so gut wie möglich beseitigt werden können und ein gemeinsames Lernen mit allen Kindern möglich ist. Teilhabe ist, wenn auch alle das Gefühl haben, dass sie teilhaben können. Ich mich als Teil dieses Ganzen hier sehen kann, mich darin verorten kann,
dort andocken kann und Impulse bekomme. Teilhabe ist, wenn hier an einer solchen Veranstaltung noch viel mehr Menschen mit Beeinträchtigungen anwesend sind, die genauso in Forschungsprojekten und Professuren eingebunden sind. Also ich glaube, Teilhabe ist nicht nur dabei zu sein, sondern dieses Gefühl zu haben, ein echter Teil der Gruppe zu sein. SchülerInnen dieselben Partizipationschancen haben und diese auch umsetzen. Wenn alle Personen miteinander interagieren und das Gefühl haben, wahrgenommen zu werden, ihre Kompetenzen gesehen werden und sozusagen sich eingebunden fühlen in die Gruppe, wo sie dann eingebunden sind. Alle Menschen zusammen sein können, gemeinsam lernen können, gemeinsam auch aktiv Gesellschaft gestalten können.